Sebastian Grams, seit 3 Monaten neuer Geschäftsführer bei der Audi Sport GmbH. Wie ist denn so deine Bilanz nach den berühmten ersten 100 Tagen? Wolf, fantastisch. Ich kann nur sagen, für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich komme an den Standort zurück, coming home sozusagen, wo meine Karriere vor über 20 Jahren begonnen hat. Und das als technikverliebte Person, als Performance-Enthusiast, Rolf, wie du das auch bist, ist einfach genial. Und ich freue mich, mit der Mannschaft hier die Zukunft gestalten zu dürfen. Veränderung beginnt zuallererst mal im Kopf und das ist das Wichtigste für mich. Ja. Wir müssen die Leute mitnehmen sozusagen auf dem Weg, die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Und neben dem Mitnehmen und dieser Veränderung im Kopf ist, glaube ich, für mich das wirklich wichtige zweite, ganz wichtige Element, das Thema Mut. Ja. Mut der Veränderung. Und genau das haben wir jetzt vor kurzem erst gezeigt mit unserem ersten vollelektrischen High-Performance-Modell, unserem RS e-tron GT, der zeigt eben, wie Veränderung geschieht. Wir bewegen uns von der verbrennungsmotorischen Seite in die vollelektrische Welt und das eben viel schneller als der Wettbewerb das in der Vergangenheit getan hat. Ja, Sebastian, ich glaube, schön hätte man sich beschreiben können. Ich glaube, mit den R- und RS-Modellen, da sprechen wir eine ganz besondere Klientel an. Die ist sehr technikaffin, sehr anspruchsvoll und legt größten Wert auf das Thema Performance und Design. Aber dabei auch auf Individualisierbarkeit und das Thema Alltagstauglichkeit auch an erster Stelle. War für uns auch im letzten Jahr der Garant, dass wir durch ein doch anspruchsvolles Jahr mit der Corona-Pandemie sehr, sehr gut durchgekommen sind. Um es in Zahlen auszudrücken, wir konnten einen Absatzplus von über 16% im Vergleich zu 2019 verzeichnen. Sicherlich auch dank unserer neuen Modelle, die vierte Generation einer Legende, der Audi RS6 Avant, der neue RS7 Sportback, aber auch der RS Q8, die natürlich in den Märkten sehr, sehr gut ankamen. Speziell in der nordamerikanischen Region, in China, aber auch in den Überseemärkten ist diese Strahlkraft von den R- und RS-Modellen wirklich zu spüren und es wirkt sich auf die gesamte Marke Audi aus. Und für mich ist immer so das Entscheidende, die R- und RS, das sind Traumautos, das bleiben sie, egal ob verbrennerisch oder vollelektrisch und das auf der ganzen Welt. Natürlich sehen wir auch die Veränderungen, die weltweit sich auf das Luxusempfinden und auch auf die Kaufgründe unserer anspruchsvollen Kundschaft auswirken. Wir analysieren sehr, sehr stark die Megatrends und natürlich auch die Kaufgründe. Und mit der Nachhaltigkeit kommt ein ganz neuer Faktor ins Spiel beim Performance. Das ist anders als bisher, aber definitiv hochinteressant. Du hast vorher gerade den RS e-tron GT angesprochen. Ich glaube, für uns ein ganz wesentlicher Meilenstein. Und mit einer Systemleistung von bis zu 646 PS und 830 Newtonmeter Drehmoment, ich glaube, die Anfahrperformance, die lässt keinen kalt. Und deswegen ist auch das wieder ein weiteres Traumauto, mit dem wir natürlich unsere loyalen Stammkunden ansprechen wollen, für was Neues, aber natürlich auch neue Kunden gewinnen wollen. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Eine klare und konsequente Elektrifizierungsstrategie ist für uns dabei extrem zukunftssichernd. Ja. Wir haben von Anfang an begonnen mit unserer Elektrifizierungsstrategie, die ganz nachhaltig umzusetzen. Wir haben das Thema V8 TFSI-Motoren kombiniert im RS6, im RS7 und auch im RS Q8 mit unserer Mild-Hybrid-Technologie. Wir gehen jetzt in Richtung Performance-Plug-in-Hybride und um das Ganze dann in die Endausbaustufe zu führen, gehen wir in Richtung Vollelektrifizierung. Und um ein Beispiel dazu nennen, das ganze Thema elektrisches Torque Vectoring an der Hinterachse ist natürlich ein super Feature, was auch High Performance sozusagen ideal rausarbeitet. Ja, und genau das haben wir mit unserem RS e-tron GT gemacht, unserem ersten vollelektrischen High Performance Fahrzeug im Audi Sport Portfolio. Und darauf sind wir wirklich stolz und da werden wir ganz konsequent in diese Richtung auch weiterarbeiten. Ich glaube, das ist auch der größte Unterschied. Bisher waren halt so Themen wie Klang, Performance und so weiter entscheidend. Und ich glaube, Kunden, die den RS e-tron GT kaufen, die legen natürlich Wert auf Performance, klar, aber auch auf Nachhaltigkeit, aber auch auf das ganze Thema Understatement. Und mir haben immer so gesagt, leise, das ist das neue Laut. Man kann eben beim RS e-tron GT den Sound modulieren. Auch für uns eine ganz neue Erfahrung, auch genau mit dem Understatement-Charakter. Der Kunde kann selber entscheiden, ob er eben leise aus der Nachbarschaft hinausgleitet oder, wenn man es mal krachen lassen will im wahrsten Sinne des Wortes, dann auch über das Drive Select moduliert. Und mit dem e-tron Soundsystem kann er das genau machen. Da wird nämlich auf Basis von Betrieb der E-Maschinen über die Systematik dieser Sound einfach authentisch in einem künstlichen Modus eben reproduziert. Und das ist für uns eine absolute Neuerung, die super spannend, aber auch hoch emotional ist. 2024 werden über 60% unseres Portfolios teil- oder voll elektrifiziert sein. Kann man auch ganz offen sagen, auch für uns eine Umstellung, aber der konsequente Weg der Elektrifizierung, der bietet einfach auch so viel Potenziale
und so viele spannende Neuerungen, die wir einfach auch proaktiv angehen. Und von daher ist es für uns wichtig, für die Menschen und für die Kunden in den verschiedenen Märkten mit den Anforderungen immer das ideale Portfolio anzubieten. Das heißt, es geht von Mild-Hybrid-Varianten, die du angesprochen hast, über eine Teilelektrifizierung mit Performance-PHEVs bis hin eben zum vollelektrischen RS-Modell. Und ich glaube, da haben wir noch einige spannende Neuerungen vor uns. Und eins ist sicher, langweilig wird es nicht und emotional ist es immer. Wir beide, der Rolf und ich, wir stehen hier nicht für eine Two-Man-Show und auch nicht für eine One-Man-Show. Hinter uns steht eine extrem motivierte Mannschaft an den Standorten der Audi Sport. Und ich glaube, das ist mal die Basis für unseren Erfolg, den wir in der Vergangenheit hatten und den wir auch in Zukunft haben werden. Und neben der Mannschaft ist aber auch das Thema Mut essentiell wichtig. Mut, das Portfolio sozusagen konsequent in die Zukunft zu gestalten und das High-Performance-Segment neu anders zu interpretieren. Und das ist für uns progressiv auf der einen Seite, Nachhaltigkeit, aber auch digital. Das sind die Kernelemente für die Zukunft unseres Audi Sportportfolios. Und da freue ich mich, mit dem Rolf und mit dem gesamten Team dran weiterarbeiten zu können für die Zukunft. Rechts diese Rauten, ja. Dann hast du das Ding schwarz glänzend und das ist dann genau das, was du im Opti-Paket schwarz drin hast, mit der schwarzen Maske. Das sieht unfassbar sportlich aus. Von daher glaube ich, alles richtig gemacht.